Wunderschönen guten Dienstag, willkommen zurück zum Let's Play Elex. Diesmal bin ich sehr gespannt, was wir machen, denn wir hatten letztes Mal keine fixe Quest ausgewählt, wenn ich mich richtig entsinne. Sorry für den Dash gerade. Genau. Das heißt, wir sehen uns erstmal um. Wir haben letztes Mal noch einiges gemacht. Wir haben, glaube ich, auch einen neuen Spell, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, den Bluttransfer. Den ich lustigerweise... Oh, wait. Dann legen wir den auf die 6 und die gebratenen Steaks auf die 1. So. Der hat ziemlich einen Cooldown. Uff. Ich meine natürlich bei weitem nicht so schlimm wie der Geisterwolf, aber yikes. Aber es wird uns garantiert den einen oder anderen Mana-Trank ersparen. Talking about den einen oder anderen Mana-Trank. Haben wir noch einen Lernpunkt? Nee. Aber wir haben, glaube ich, guter Esser noch gelernt, oder? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die Punkte hier sind nämlich ziemlich hart gerade. 10 für einen Apfel war es garantiert nicht. Und gebratenes Fleisch hat auch keine 24 gegeben früher. Das ist gut. Das ist sehr gut. Welche Quests haben wir denn offen? Okay, Gefährten... Ich denke, Nasty wäre eine Option, damit wir die weitermachen können. Was haben wir hier noch? Der Weg eines Erzberserkers, Arbeitssuche. Das ist Tavar. Inadon Finger weg ist auch nix. Dann würde ich zuerst noch schauen, ob wir hier für einen der Warlords was machen können. Und wenn nicht, dann gehen wir Richtung Tavar und versuchen unser Glück mit Nasty. Das klingt für mich nach einem relativ guten Konzept. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Hatten wir den schon abgehakt? Interessant, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass wir den schon fertig hatten. Ist mir aber nur recht, denn Angrim, naja, ich mag ihn nicht. Falls man es noch nicht gemerkt haben sollte. Mit Dings hier oben haben wir angefangen. Dann fehlt eigentlich nur noch die Quest von ihm, oder? Von Ragnar. Ich will über meine Beförderung sprechen. Was soll ich für dich tun? Ich habe gehört, dass immer mehr Banditen zwischen Edan und Abessa auf Beutezug sind. Wenn das stimmt, ist unser Weltenherz in Gefahr. Und das dürfen wir nicht zulassen. Normalerweise hätte ich Gunnar dafür abkommandiert. Aber seinen Knochen können wir wohl kaum noch einmal Leben einhauchen.
Auch wenn du dort bereits nach dem Rechten gesehen hast, bitte ich dich, ein weiteres Mal dorthin aufzubrechen. Such Torgal beim Weltenherz auf. Er wird wissen, was zu tun ist. Hoffentlich triffst du noch rechtzeitig ein, bevor alles zunichte gemacht wird, was wir errichtet haben. Cormac hat nichts dagegen. Ich habe schon gehört, dass du für ihn eine weite Strecke zurückgelegt hast. Auch wenn ich mir sicher bin, dass mir nicht schmeckt, was er mir bald unterbreiten wird, soll dies nicht deine Sorge sein. Du hast ihn überzeugt. Das gilt es festzuhalten. Angrim ist mit mir zufrieden. Ich bin überrascht. Normalerweise schiebt er einem zu schnellen Aufstieg den Riegel vor. Das heißt für mich, dass du ihn wirklich beeindruckt haben musst. Und das will was heißen. Okay, das heißt, wir haben hier noch eine andere Quest, die wir machen können, bevor wir Nasty nochmal besuchen. Die uns hoffentlich noch ein Level Up oder ein paar weitere Quests einbringt. Und dann wird es auch langsam Zeit, die Main Story ein bisschen zu pushen. Die vernachlässigen wir nämlich schon wieder schmerzlich. Dem Weg dahin auch noch mal einen kleinen Besuch bei einem oder Zwischenstopp bei einem Haus anlegen müssen. Und wir waren noch immer nicht bei den Krallen. Oh Mann. Die müssen wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir die Hauptstory pushen, denn sonst sind die irgendwann einfach weg. Das jetzt wird viel Spaß machen, das sehe ich kommen. Nicht. Bleib hinter mir. Ja gut. Ich sagte doch, das wird Spaß machen, das sehe ich kommen. Diesmal was besser gemanagt. Und auch mein Geisterwolf hat überlebt. Sehr gut. Ich weiß aber, dass das nicht die letzten waren. Oh stimmt, die Schleimdrakon gibt's ja auch noch. Fuck. Ach, Kaya war schon wieder müde, ja? Wirklich viele Tränke ersparen wir es mir nicht, aber doch ein bisschen was zumindest. Oh, hi Kaya!
Moin auch. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Hätte doch direkt aufs Eis wechseln sollen. Achtung! Kaya, nicht, lass sie am Leben. Der hatte keinen Namen und wir mussten mit dem nicht mehr handeln, soweit ich weiß, aber... Ach, fuck. Ach, komm! Ja, gut, dann bleibt er jetzt tot. Ich lade jetzt garantiert nicht nochmal den Spielstand von vor Anfang des von vor Anfang der Aufnahme. Schade drum. Aber wieso ist der überhaupt da gewesen? Das haben wir den nicht als Klerdecke auch unabsichtlich getötet, weil die plötzlich da standen, obwohl wir die nicht mal in Reichweite hatten. Ich erinnere mich da an irgendwas. Oh Mann. Dann hoffen wir mal, dass im Haus jetzt nichts mehr ist. Aber eigentlich müssten wir alle haben. Die Hasher haben wir. Den anderen Mutanten hatten wir. Boah, ich höre schon wieder das Elex singen. Ich verstehe das bis jetzt nicht. Wir hören teilweise das Elex singen. Unabhängig davon, welche Fraktion wir angehören, welche Fähigkeiten wir haben und auch welche Begleiter wir haben. Wenn ich das Elex nur hören würde, wenn ich Kaya dabei habe, würde ich das verstehen. Wenn ich das Elex nur hören würde, wenn ich Magier bei den Berserkern bin, würde ich das auch verstehen. Aber ich höre es genauso, wenn ich ein dummer Hau drauf Typ ohne irgendwelche Psy-Kräfte von den Klerikern bin. Ich höre es genauso, wenn ich ein Berserker Magier bin. Der macht es auch nicht besser oder schwächer. Keine Ahnung. Ich meine, ja, klar, du könntest 3327. Du könntest sagen, dass das daher kommt, dass du mal ein Alb warst oder bist und früher auch eine Bindung zum Elex gehabt hast und das daher kommt. Aber warum hast du es dann vorher nicht gehört? Du hörst es ja erst ab einem gewissen Zeitpunkt und an bestimmten Orten. Das war nichts. Oh wow. Oder ist 3327 für unten?
habe letztes Mal ja auch die Map aufgemacht. Nachdem sich keiner darüber beschwert hat, werde ich das wahrscheinlich wieder machen, wenn ich irgendwo ein Safe Update nicht finde. Oder wo ich die Kombination nicht finde. Hier war doch noch irgendwo ein Safe, oder bin ich jetzt komplett blöd? Fuck! Ich dachte auf null habe ich die Fackeln liegen. Ich habe gerade einen großen Mana-Tank getrunken. Aber keine Fackeln mehr. Doch. Mehr ist genug. Ich hätte schwören können, das wird doch. Geht doch. Ja. Aber was ist dann die Kombination für hier oben? Da lag doch ein Zettel davor, diese alte Planungsnotiz. Damit du nicht vergisst, was morgen noch gemacht wird. Küche morgen ab 9 Uhr, Elektriker morgen Abend, Badezimmer wird übermorgen angefangen. Da gibt es keine neuen. Das war nichts. Ich dachte mir, es wäre vielleicht interessant. Das war nichts. Die neuen irgendwie auszuprobieren. Lass mich mal schauen. Wo ist denn mein Bräuserchen? Elex. Ich habe mir die Karte abspeichern sollen. Tresor. Codes. Map. Das ist ein Vorteil an der Aufnahme gegenüber des Streams. Ihr habt keine Drops und auch sonst keine Schwierigkeiten damit. 0507. Geht doch. War es auf jeden Fall wert. So. Dann wollen wir mal sehen, was der feine Herr beim Weltenherz so alles angestellt hat. Oder ob schon alles lichterloh brennt. Verteidigt ist es hier, ja. Ich glaube, wir sollten ja nicht mit Gift spielen. Weißt du etwas über die Banditenüberfälle? Natürlich. Die Kerle sind uns in der Nacht auf den Pelz gerückt. Und hätte ich der Wachmannschaft nicht eingeschärft, aufmerksam zu sein, stünde ich jetzt nicht hier. Ich fürchte, ihr nächster Angriff steht uns bald bevor. Sie wissen jetzt, dass wir zahlenmäßig schlecht aufgestellt sind. Aber schließlich bist du jetzt hier, um uns zu unterstützen.
Der labert sich den Bart, aber in dem Moment, wo ich aufstehe, mir was zu trinken zu holen, hört er auf. Mit denen werden wir schon fertig. Natürlich. Leicht werden wir es ihnen nicht machen. Wir werden nicht umhinkommen. Verdammt, wenn man vom Teufel spricht. Da sind sie. Schnell, zieh deine Waffe. Schützt du den nördlichen Eingang. Ich übernehme den im Süden. Schnell. Gut.